Moin Freunde, ein Beintraining steht heute an und ich möchte euch auch zeigen, was ich zu Nikolaus gekriegt habe. Und zwar, ich habe hier so ein cooles Polar-Ding, so ein Activity-Tracker oder Fitness-Tracker, deswegen mehr dazu im Video. Und kurze Ausschnitte aus meinem Beintraining, viel Spaß und fleißig sein. Early morning, right? I wake up. Getting dough on the list before I bake up. Herbalist, green be the theme. Word to my vegetarian team. Through the sun shining, step out to taking all the beams. The way talking about them rays that be gleaming down on me. Seen whipped clean, leaving scars on the tarmac. Bass box beating, schooling youngers on my class act. I'm seeing birds looking fly. Sunbathing like they're being clean by the light. Brothers kicking ball, trying to scheme on the slide. Wanna make a pass, not at a single G on their side. Got double D's on their mind. My boy, they in my vision. So right now it seems possible, I'll complete all my missions. Things ain't normal, but I mean that in a good way. Cause today might be a good day. I ain't saying I've been flexing formal, but today this ain't normal. And I mean that in a good way. Today might be a good day. When everything's moving for you, and them haters ignore you. Know you're going to a good place. Today might be a good day. Shots, feel about my brothers that be dear to me. Get it? No clouds on the motive, it be clear to we. Puff, puff, pass, sip a little bit. And if I buff, buff, pass, take the ball and kick it just like a player. Pissed if you don't score, it's all part of the game and aiming for a draw. When the sun is beating hot, he's coming as a taxi. Push a mini, but be first trapping in a maxi. Ja, das ist hier der gute A360 von Polar. Activity Tracker. Was kann er soweit? Ganz coole Dinge. Der kann sowohl auf der einen Seite kann der Herzfrequenz, das heißt die ganzen Energiezonen, Bereitstellungszonen, Kompensation, Grundlagenausdauer 1, 2 und die höchste Stufe halt entsprechend aufgrund der Frequenzen kann er ganz gut festhalten, tracken. Und das sehr, sehr Geile ist diesbezüglich, man kann das verbinden mit MyFitnessPal, also mit dem Tracking-Programm über Ernährung. Und kann da Pi mal Daumen, natürlich nicht exakt wie möglich, das ist halt nicht möglich. In der Form, aber man kann ein gutes Profil anlegen, ja, man kann seine VO2-Max-Angaben, man kann seine aeroben oder anaeroben Schwelle dort anlegen und somit ist auch der Verbrauch und die Aktivität, das was man am Tag gemacht hat, Pi mal Daumen ähnlich. Und das was ich damals mir ermittelt habe, ich habe dort gestern mal die Grundlagen mir angeguckt, stimmte fast. Also das heißt 5 oder 6% war nur Abweichung, vielleicht ist das Zufall, vielleicht auch nicht. Mich würde einfach mal freuen, wenn ihr sagt, ob ihr das gleiche Teil habt, also der Polar Tracker hier, wie heißt der? Der heißt A360 heißt der. Ja, gibt es in Handel knapp für 200 Euro, ist natürlich auch ein ordentliches Geld, aber ist mal eine gute Alternative zu dem Senseware. So, ich wollte euch jetzt nochmal einen Ausschnitt zeigen aus der App. Ihr könnt das natürlich über Bluetooth koppeln. Und ich sehe zum Beispiel einen Ausschnitt zum Beispiel von heute. 1270 schon verbraucht. Damit ist natürlich gleichzeitig auch, also in Kilokalorien ist das gemeint, der Grundumsatz ist drin. Er rechnet das natürlich auch nochmal in Schritte um oder Distanz, die ich gemacht habe. Ich habe heute nur ein Training, also ein Krafttraining gemacht. Hier kann man nochmal erholsamer Schlaf, 75%. Ja, und das ganz coole ist, man kann natürlich auch sein Gewicht angeben. Hier sieht man das jetzt. Man kann eine Wohlfühlstufe, also die Borg-Skala mit angeben. Also auch das, was sportwissenschaftlich ganz gut ist. Zum Training dann, wenn ihr das Training gemacht habt. Ich habe jetzt noch nicht übertragen, deswegen nehme ich jetzt mal von gestern den Sonntag. Moment, gestern den Sonntag. Hier, also, gestern den Sonntag, hier ist jetzt die Uhrzeit, 24 Stunden. Es ist keine gewöhnliche Uhr, dadurch, dass wir 24 Stunden haben, will man halt das ganze Bild abbilden. Das heißt, nicht davon irritieren lassen. Alles das, was weiß ist, ist geruht, sitzende Tätigkeit. Und hier ist das Workout gewesen. Ja, hier sieht man dann Durchschnittsfrequenz. Es war, wie gesagt, ein leichtes Training. Es war, er rechnet sogar aus, wie hoch der Fettanteil ist, den ich dort verbrannt habe möglichst. Grundlagenausdauer, er gibt sogar hier ein Bild wieder, also es ist wirklich, ist richtig cool.
Und das sehr Interessante ist einfach, man kann halt die Zonen halt festlegen. Also Kompensationszone, Grundlagen, Ausdauer 1, 2 und alles das, was im Leistungsniveau kurzzeitig angeschnitten werden sollte. Kann man also nochmal im Internet ganz gut bearbeiten und selber individuell machen. Also man kann unterschiedliche Sportarten machen, man kann so ein Ernährungstagebuch machen, man kann sogar benachrichtigen lassen, wenn man einen Anruf kriegt. Also es ist schon sehr umfangreich und muss ich sagen, hat coole Funktionen.